Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Kampfpanzer sind schwer gepanzerte und bewaffnete Fahrzeuge, die in erster Linie für den Einsatz an der Front konzipiert sind. Sie verfügen in der Regel über ein starkes Hauptgeschütz, das andere Panzer und befestigte Stellungen bekämpfen kann, sowie über Sekundärbewaffnung wie Maschinengewehre zur Bekämpfung von Infanterie und Flugzeugen. Eine interessante Tatsache, die viele Leute übersehen, sind die Kosten der Panzer. Und heute haben wir für euch eine Rangliste der 10 teuersten Kampfpanzer der Welt erstellt. Challenger 3. Der Challenger 3 ist ein neuer Kampfpanzer, der von Rheinmetall BAE Systems Land, einem Joint Venture zwischen BAE Systems, Großbritannien und Rheinmetall, Deutschland, entwickelt wird. Der Panzer ist mit einem verbesserten Fernzielgerät für den Kommandanten und den Richtschützen ausgestattet, das eine automatische Zielverfolgung, eine weitreichende Such- und Erkennungsfunktion sowie Tag- und Wärmemodi für Einsätze bei Tag und Nacht bietet. Die Challenger 3 ist mit der 120mm Glattrohrkanone L55A1 der neuesten Generation von Rheinmetall ausgerüstet. Die Hochdruckkanone kann temperaturunabhängige, kinetische Energiemunition und programmierbare Mehrzweckmunition der neuen Generation abfeuern, einschließlich Hochgeschwindigkeitsmunition wie zum Beispiel Hochexplosivgeschosse. Das 120mm Glattrohr von Rheinmetall gilt als Schlüsselupgrade für den Challenger 3, da es die Zielgenauigkeit, Durchschlagskraft und Tödlichkeit erhöht und den Panzer an die Spitze der von den NATO-Mitgliedstaaten eingesetzten Panzer stellt. Die neue Turmstruktur und die Panzerung des Panzers sollen einen besseren Schutz für die Besatzung bieten. Trotz der erheblichen Vorteile des Panzers gegenüber dem vorherigen Challenger 2 konnten die Entwickler den Produktionspreis niedrig halten. So kostet ein Challenger 3,5 Millionen Dollar. Merkava MK5 Barak. Im Jahr 2023 stellten das Verteidigungsministerium und die israelischen Streitkräfte nach 5-jähriger Entwicklungszeit den neuen Kampfpanzer Merkava MK5 Barak vor. Der Panzerkommandant ist mit einem von Elbit entwickelten Helm ausgestattet, ähnlich dem Helm eines Kampfjet-Piloten, der ihm einen vollständigen Überblick über seine Umgebung verschafft und relevante Informationen über laufende Kämpfe anzeigt. Laut Elbit erzeugt der Iron Vision genannte Helm ein Bild, das es der Besatzung ermöglicht, durch die Panzerung des Fahrzeugs hindurchzusehen und hilft den Soldaten, die inhärenten Sichtbehinderungen zu überwinden und gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit der Mission zu verbessern. Der Merkava MK5 Barak ist mit einer leistungsstarken 120mm Glattrohrkanone bewaffnet, die verschiedene Munitionstypen verschießen kann, darunter panzerbrechende Munition, hochexplosive Granaten und Antipersonenmunition. Die Barak-Panzer verfügen auch über ein fortschrittliches Raketenabwehrsystem, den von Rafael entwickelten Windbreaker, der derzeit in älteren Modellen des Merkava-Panzers und des gepanzerten Mannschaftstransporters Namer eingesetzt wird. Was den Preis des Panzers angeht, so kostet ein Merkava MK5 Barak 6 Millionen Dollar. Aryun MK1A. Die MK1A ist eine verbesserte Version der Aryun-Plattform mit erhöhter Feuerkraft, Manövrierfähigkeit und Überlebensfähigkeit, die von der DRDO entworfen und entwickelt wurde. Indien wird seinen einheimischen Kampfpanzer Aryun MK1A mit einem elektrooptischen Feuerleitsystem ausstatten, das dem Panzer eine höhere Zielgenauigkeit ermöglicht. Der Panzer weist erhebliche Verbesserungen gegenüber dem Aryun MBT auf, dem derzeitigen kompakten Hauptpanzer der indischen Armee im Einsatz. Außerdem kann der MK1A in jedem Gelände operieren und Ziele bei Nacht bekämpfen. Der Aryun MK1A ist ein 62 Tonnen schwerer Panzer mit einer 120mm Kanone, einer fortschrittlichen Verbundpanzerung, einem 1400 PS Turbomotor und einem fortschrittlichen Feuerleit- und Wärmezielsystem. Zu den Sekundärwaffen gehören ein koaxiales 7,62mm Maschinengewehr für die Personenabwehr und ein 12,7mm Maschinengewehr für die Flugabwehr und Bodenziele. Der Fahrer verfügt über einen Sitz, der zusätzlich Schutz bei einer Minenexplosion bietet. Darüber hinaus sind der Turm und der vordere Teil des Fahrgestells mit einem integrierten explosivreaktiven Panzersystem ausgestattet.
Die Kosten für eine Aryun MK1A werden derzeit auf 9,7 Millionen Dollar geschätzt. Typ 10. Der Typ 10 ist ein moderner Kampfpanzer der vierten Generation, der von Mitsubishi Heavy Industries für die Japan Ground Self Defense Force hergestellt wird. Der Typ 10 verfügt über einen Turm, der mit einem automatischen Ladesystem ausgestattet ist. Der Turm kann um 360 Grad gedreht werden, um feindliche Ziele zu erkennen. Er ist mit einer 120 mm Glattrohrkanone L44 bewaffnet, die von Japan Steel Works in Lizenz gebaut wird. Der Turm ist außerdem mit Rauchgranatwerfern ausgestattet. Die Wanne des Panzers ist mit einer modularen Keramikverbundpanzerung der vierten Generation aus Nanokristallstahl ausgestattet, die Schutz gegen Raketengranaten, Heatgeschosse und Panzerabwehrraketen bietet. Die Zusatzmodule können leicht entfernt und installiert werden, um das Schutzniveau zu verändern. Der Panzertyp 10 ist mit einem verbesserten Feuerleitsystem und einem Laserentfernungsmesser zur Bekämpfung von stationären und beweglichen Zielen ausgestattet. Die Kosten für den Panzertyp 10 belaufen sich auf 11,3 Millionen Dollar. Altay. Der Altay ist ein moderner Kampfpanzer, den die Türkei im Rahmen ihrer Bemühungen zur Modernisierung und Stärkung ihrer Streitkräfte entwickelt hat. Der Panzer ist nach Armeegeneral Fahrettin Altay benannt, einem prominenten Militärkommandeur während des türkischen Unabhängigkeitskriegs. Der Altay ist mit einer leistungsstarken Bewaffnung ausgestattet, darunter eine 120 mm Hauptkanone vom Kaliber 55, eine ferngesteuerte Waffenstation mit einem 7,62 mm oder 12,7 mm Maschinengewehr und ein 7,62 mm Koaxialmaschinengewehr. Der Altay verfügt über eine fortschrittliche Panzerung, die gegen eine Vielzahl von Bedrohungen auf dem Schlachtfeld gewappnet ist. Obwohl genaue Einzelheiten über die Panzerung aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich zugänglich sind, ist bekannt, dass der Panzer eine Kombination aus Verbundpanzerung und reaktivem Panzersystem verwendet. Diese Panzerungstechnologien bieten einen verbesserten Schutz gegen eine Reihe von Bedrohungen wie Panzerabwehrlenkraketen, Panzerfäuste und kinetische Energiepenetratoren. Die Kosten für den Tank belaufen sich auf 13,7 Millionen Dollar. Kf-51 Panther. Der Kf-51 Panther ist ein neuer deutscher Kampfpanzer. Der Panzer wurde im Jahr 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt. Er wird als Ersatz für die nächste Generation der Leopard 2 Panzer vorgeschlagen. Der Kf-51 Panther erfüllt die Kernfähigkeit Beherrschen und Zerstören. Mit dem Rheinmetall Future Gun System, bestehend aus einer 130 mm Kanone, einem vollautomatischen Munitionshandhabungssystem und zusätzlichen Bewaffnungsoptionen, namentlich für Hero 120 Loitering Munition, verfügt der Panther über eine geballte Feuerkraft für Fernangriffe in Mehrzielgefechten. Das Geschütz ist mit einem Autoloader ausgestattet, dadurch konnte die Arbeitsbelastung der Besatzung reduziert werden. Der Autoloader besteht aus zwei drehbaren Trommelmagazinen mit je 10 Schuss. Insgesamt werden also 20 Schuss für die Hauptkanone im Autoloader gelagert. Die maximale Feuerrate liegt bei 10 Schuss pro Minute. Der Kf-51 Panther verfügt über ein voll integriertes, umfassendes und gewichtsoptimierteres Schutzkonzept, das aktive, reaktive und passive Schutztechnologien beinhaltet. Die Kosten für den Kf-51 Panther belaufen sich auf 16 Millionen Dollar. Leclerc. Der Leclerc ist ein Kampfpanzer, der von dem französischen Unternehmen Nexter Systems entworfen, entwickelt und hergestellt wird. Der Leclerc ist bei der französischen Armee und der Armee der Vereinigten Arabischen Emirate im Einsatz. Die Hauptbewaffnung des Leclerc ist eine 120 mm Glattrohrkanone Giat Nexter CN12026, deren Patronenlager die gleiche Größe hat wie das der 120 mm Glattrohrkanone des Leopard 2 M1A1 und M1A2. Der Turm ist mit einem automatischen Ladegerät ausgestattet, das 22 Schuss einsatzbare Munition enthält, die normalerweise von außen durch eine kleine Luke an der Rückseite der Turmbüste geladen wird. Mit diesem System kann der Panzer mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 12 Schuss pro Minute feuern. Die Wanne und der Turm bestehen aus komplett geschweißtem Stahl mit einer Verbundpanzerung, die ein hohes Maß an Schutz gegen Angriffe mit kinetischer Energie und Hohlladungen bietet. Der Panzer kann mit einer Zusatzpanzerung ausgestattet werden, um den Schutz gegen den Beschuss durch Panzerabwehrraketen und IEDs zu erhöhen. Die Kosten für den Tank belaufen sich auf 17 Millionen Dollar. K2 Black Panther.
Der K2 Black Panther ist eine neue Generation von Kampfpanzern, die in Südkorea von dem südkoreanischen Unternehmen Hyundai Rotem entworfen, entwickelt und hergestellt wird. Im Jahr 2023 bestellte Südkorea über 200 weitere Panzer. Polen wurde der erste Exportkunde des K2-Panzers Black Panther. Im Jahr 2022 schloss Polen mit Südkorea einen Vertrag über den Kauf von 180 K2-Panzern. Die Kosten für einen Panzer im Rahmen des Vertrags betrugen 19 Millionen Dollar. Die Hauptbewaffnung des K2 Black Panther besteht aus einer 120mm L55 Glattrohrkanone von Rheinmetall aus deutscher Produktion, die in Südkorea in Lizenz hergestellt wird. Die Kanone ist mit einem automatischen Lader ausgestattet, der das Nachladen von Geschossen während der Fahrt gewährleistet, auch wenn sich das Fahrzeug auf unebenen Untergrund bewegt. Die 120mm Kanone kann etwa 10 Schuss pro Minute abfeuern. Dieser Panzer verfügt sowohl über eine modulare Verbundpanzerung unbekannten Typs als auch über explosive reaktive Panzerungsblöcke. Es wird behauptet, dass die Frontpanzerung direkten Treffern von 120mm Panzergeschossen aus L55 Kanonen standhält. M1A2 SEP-V3 Abrams. Der Abrams M1A2 SEP-V3 ist eine modernisierte Konfiguration des Abrams Kampfpanzers, der bei der US Army im Einsatz ist. Die neue Version bietet einen besseren Schutz und eine höhere Überlebensfähigkeit sowie eine höhere Tötungswirkung als ihre Vorgänger. Der Panzer zeichnet sich außerdem durch verschiedene technologische Fortschritte aus, darunter eine verbesserte Panzerung, Kommunikation, Zuverlässigkeit, Wartung und Kraftstoffeffizienz. Die Hauptkanone des Kampfpanzers ist eine 120mm Glattrohrkanone M256, die mit M829A4 Advanced Kinetic Energy und Advanced Multipurpose Munition zur Verteidigung von gepanzerten Fahrzeugen, Personen und tieffliegenden Flugzeugen bestückt werden kann. Die Wanne und der Turm sind mit einem neuen Panzerungspaket ausgestattet, das einen besseren Schutz gegen Bedrohungen durch improvisierte Sprengsätze bietet. Der Panzer kann mit reaktiver Panzerung und Lamellenpanzerung aufgehängt werden. Beide Seiten des Turms sind mit 6-läufigen M250 Rauchgranatwerfern ausgestattet. Ein Rauchschutz kann auch durch ein motorbetriebenes System erzeugt werden. Die Kosten für den neuen modernisierten Abrams SEP-V3 Panzer belaufen sich auf 24 Millionen Dollar. Leopard 2A8. Der Kampfpanzer Leopard 2A8 ist die neueste modernisierte Variante der Leopard 2 Panzerfamilie, die von den deutschen Unternehmen KMW und Rheinmetall hergestellt wird. Er ist eine verbesserte Version des Leopard 2A7. Der Leopard 2A8 hat eine Rheinmetall 120mm L55 Glattrohrkanone. Die Kanone wird manuell geladen. Sie ist mit der gesamten NATO-Standardmunition für 120mm Panzer kompatibel. Sie kann auch programmierbare HE-Munition DML verwenden. Diese programmierbare Mehrzweckmunition ermöglicht die Bekämpfung von Zielen hinter Deckungen und in Gebäuden, ist aber auch gegen gepanzerte Fahrzeuge wirksam. Der Leopard 2A8 verfügt über einen verbesserten Panzerschutz, der seine Verteidigungsfähigkeiten erheblich steigert. Dieses modernisierte Modell verfügt über eine Mehrschichtpanzerung der neuesten Generation, eine komplizierte Kombination aus Stahl, Wolfram, Verbundwerkstoff und Keramikkomponenten, die alle zu einer robusten Verteidigungsstruktur beitragen. Eine bemerkenswerte Ergänzung des Verteidigungssystems des Leopard 2A8 ist der Einbau einer Variante des renommierten israelischen aktiven Schutzsystems Trophy, das umgangssprachlich als Euro-Trophy bezeichnet wird. Der Leopard 2A8 ist derzeit der teuerste Panzer der Welt. Er kostet 32 Millionen US-Dollar. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Panzer euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.